Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich mache heute eine Make-up-Routine mit euch und zwar super einfach, easy, glam und ja, so viele fragen mir danach, wie ich so wunderhübsch auf Instagram aussehen kann. Und deswegen habe ich gedacht, ist das heutige Video genau das Richtige für euch. Und ja, weil niemand Zeit und Bock für lange Intros hat, würde ich sagen, starten wir jetzt direkt mit diesem Video. Juhu! Als erstes starte ich natürlich mit einem Primer und Primer ist super, super wichtig, deswegen benutze ich den von Urban Decay, auf den es echt Verlass. Der verfeinert nämlich richtig gut das Hautbild und den massiere ich jetzt großflächig übers komplette Gesicht ein. Zwei Pumps sind definitiv genau die richtige Menge, gerade wenn man wie ich ein bisschen mehr Poren hat, dann muss man das richtig gut ins Gesicht einmassieren. Weil nur dann hat man ein Gesicht wie ein Babypopo. Hashtag Arschgesicht. Der zweite Schritt ist selbstverständlich Foundation und das arbeite ich wie immer mit meinem Beauty Blender ein. Ich platziere die Foundation direkt auf den Beauty Blender drauf und arbeite das dann in meine Haut ein für ein richtig makelloses Finish. Und das Wichtigste dabei ist, dass die Foundation halt auf jeden Fall zu einem Hautton passt. Und man sich richtig doll auf die Nase haut, weil die Nase ist natürlich super widerstandsfähig und kann das auf jeden Fall ab. Zwischendurch auch gerne auf die Zähne, weil gelbe Zähne sind voll im Trend. Und ja, die Bond This Way Foundation von Too Faced ist definitiv mein All-Time-Favorite. Au, au, au. Ja, desto doller man macht, umso besser wird das Ergebnis. Deswegen kann man das ruhig richtig in die Haut einmeißeln. Der nächste Schritt ist Concealer, um abzudecken, dass man die letzte Nacht nicht so gut geschlafen hat. Und ja, dafür benutze ich auch einen von Too Faced. Der ist nämlich richtig, richtig schön und hell. Und den schmiere ich mir jetzt unters Auge. Ja, und genau dort platziert man den Concealer, weil da sind halt die Augenringe. Dabei ist Hochgucken immer ein ganz guter Trick. Wenn ihr so ausseht, könnt ihr das natürlich jetzt auch wieder mit dem Finger oder auch mit dem Beauty Blender ausarbeiten, je nachdem, wie ihr es lieber möchtet. Und dann im Zweifelsfall auch gerne ins Auge, weil ich meine, wir wollen alle flawless aussehen. Jetzt, wo es aussieht, als hätten wir 38 Stunden geschlafen und sehen so richtig fresh aus, machen wir weiter und fixieren das Ganze mit Puder. Dafür benutze ich total gerne das Puder von NYX. Dieses Puder ist nämlich richtig, richtig schön und ja, funktioniert perfekt, um das Gesicht zu fixieren, zu mattieren und dass alles in Position bleibt. Dafür mache ich den Pinsel erstmal so ein bisschen voll mit Produkt. Und dann arbeite ich das Ganze vorsichtig ins Gesicht ein, weil da darf man definitiv nicht zu wenig von nehmen. Gerne auch über die Lippen, damit die eigene Lippenfarbe komplett weg ist. Ja, weil niemand will Babylippen haben. Damit unser Gesicht jetzt wieder ein bisschen mehr Farbe bekommt, benutzen wir eine Wangenpalette und dafür als erstes den Bronzerton, um uns halt so ein bisschen Farbe ins Gesicht zu bringen und damit wir aussehen, als ob wir frisch aus dem Urlaub kommen. Bei Bronzer sage ich persönlich immer, viel hilft viel und das platziere ich direkt auf die Wangenpartie, unter den Wangenknochen, damit es halt wirklich aussieht, als ob wir 38 Kilo weniger wiegen. Manchmal hilft es auch, Hände dabei zu wechseln, aber wenn man Profi ist, geht das auch alles mit einer Hand. Damit wir jetzt richtig süß aussehen, benutzen wir natürlich noch Blush und ich mag dafür am liebsten was Peachiges. Und auch da, viel hilft viel, nur Anfänger benutzen wenig. Und das platziere ich auf die Apfelbäckchen. Dafür ist es gut zu lächeln, auch wenn dann die Hater denken, man mag sie. Aber hey, haters make me famous. Sehr gut. Und das in kreisende Bewegung auf die Apfelbäckchen einmassieren. Ta-da-ta-ta! Ich würde sagen, das Vogue-Cover schreit nach mir.
Der nächste Schritt ist selbstverständlich Highlighter. Und ich als selbsternannte Highlighter-Queen auf YouTube will natürlich eine Menge Highlighter. Deswegen spachtel ich mir das jetzt richtig drauf, damit ich bis zum Mond und zurückstrahle. Und ja, nächste Sonnenfinsternis ist definitiv nicht durch mich verursacht. Natürlich das Nose-Highlight, damit die Nose so richtig schön on fleek aussieht. Über das Lippenherz für Kylie Jenner Lips. Und natürlich auf den Wangenknochen drauf, weil da müssen wir die Haters mit wegblenden. Oh, wenn ihr das seht, oh mein Gott, Highlight on fleek. Aufs Kinn, perfect. Who the fuck is the Tin Man? Wir sind Jolina Men. Ta-da-ta-ta. Subscribe to my channel. Wir wollen doch alle in letzter Zeit so ein bisschen natürlicher sein. Deswegen benutzen wir von Benefit den Gimme Brow. Und damit verdichten wir unsere Augenbrauen und kämmen das Produkt einfach durch die Härchen durch. Manchmal muss ich selber überlegen, wo sind meine Augenbrauen, weil ich mache das Ganze hier gerade ohne Spiegel. Hashtag Professional. Und dann kämme ich das einfach ganz vorsichtig durch, weil Hashtag Natural, ne? Und weil ich so professional bin, wechsle ich einfach für jede Seite die Hand, damit ich halt auf jeder Seite ein gleichmäßiges, symmetrisches Ergebnis habe. Wenn das in die Haare kommt, ist es gar nicht schlimm, weil dann wird das Balayage einfach ein bisschen natürlicher. Ich meine, Natürlichkeit ist der Sinn und Zweck dieses Videos. Genau, Anlecken der Augenbraue hilft immer, damit die halt so richtig hot sind. Als nächstes machen wir weiter mit Lidschatten und da benutze ich heute von Huda Beauty eine Lidschattenpalette. Die mag ich total gern und werde euch in Zukunft auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Und wenn man Profi ist wie ich, braucht man nicht mal Pinsel dafür, sondern macht das einfach richtig schnell. Für den Alltag muss es ja halt auch schnell und praktisch sein mit den Fingern. Und das sind alles so bärige Töne und die trage ich jetzt auf mein Auge auf. Sehr schön. Ich mag es richtig gerne intensiv. Deswegen mit dem Finger hat man die beste Farbabgabe. Und ja, einfach so ein bisschen wegkrümeln, dann passt das schon. Damit ich jetzt noch ein bisschen Highlight habe, gehe ich rein mit einem hellen Ton. So auf Höhe der Augenbraue. Einfach, dass die Augenbraue noch ein bisschen höher aussieht und alles richtig fresh ist. Dasselbe machen wir natürlich auf der anderen Seite, um das richtig symmetrisch anzugleichen. Weil Symmetrie ist everything. Den Blush machen wir auch noch ein bisschen intensiver, weil die Lidschatten sind halt so gut pigmentiert. Da hilft das auf jeden Fall. Und wir wingen das Ganze aus für diesen Cleopatra-Style. Sehr gut. Das hier ist jetzt so richtig everyday. So rockt ihr im Office oder in der Schule definitiv alle eure Kollegen und Mitschüler weg. Als nächstes kommt was super Wichtiges und das zeige ich euch jetzt mal richtig genau in die Kamera. Und zwar ist das ein Mascara von Maybelline. Hashtag Drogerie ist mein Leben. Und zwar ist der waterproof, damit er halt auf jeden Fall hält, wenn meine Hater mir entfolgen. Weil dann bin ich immer so traurig und muss ganz viel weinen. Und ja, deswegen brauche ich auf jeden Fall waterproof Mascara und die trage ich jetzt auf meine Wimpern auf. Anfänger machen dabei die Augen auf. Pros wie ich können das auch mit geschlossenen Augen. Einfach ein bisschen durchkämmen und dann sind die Lashes auf jeden Fall on fleek. Wenn man dabei so ein bisschen in die Augenbraue kommt, macht das gar nichts, dann sind die einfach noch ein bisschen voluminöser und hat halt ein super gleichmäßiges Ergebnis, wenn die Lashes genauso aussehen wie die Augenbrauen. Hashtag everything. Last but not least kommt jetzt auf jeden Fall noch der Lippenstift und das ist immer super wichtig, dass der 1:1 zum Lidschatten passt. Deswegen benutze ich ein dunkles Rot, das ist von Lethal Cosmetics. Ich liebe diese Marke und ich verlinke sie euch auf jeden Fall auch mal in der Infobox. Könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn ihr eine vegane, cruelty-free Make-up-Marke aus Deutschland sucht. Und diese Farbe heißt Rapture und ist einfach everything. Big Lips sind ja total im Trend. Who the fuck is Kylie Jenner? Deswegen trage ich mir das jetzt schön auf. Und ja, die rote Farbe schmeichelt mir einfach mega. So ist es richtig gut. Ja, und ihr seht, wie gut die Deckkraft vom Lippenstift ist. Und das ist im Zweifelsfall einfach mit den Fingern einmassieren. Weil nur dann habt ihr ein richtig ausgeblendetes... Aua, 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 aua. Weil nur dann habt ihr ein richtig ausgeblendetes Ergebnis und könnt auch so dunkle Farben im Alltag rocken. Damit das Ganze jetzt richtig gut hält, erstmal Setting Spray und natürlich muss das erstmal durchgeschüttelt werden. Ich benutze davon Urban Decay das All Nighter, weil das ist einfach das Beste für die Haltbarkeit. Und das sprühe ich mit ein bisschen Distanz
auf mein Gesicht und dieser feine Nebel verschmilzt halt einfach das komplette Regen. Und wenn ihr das in die Augen bekommt. Und wenn ihr das in die Augen bekommt, ist das halt auch gar nicht schlimm, weil dann seid ihr definitiv danach wach und könnt euren Tag starten. Aua. Im Zweifelsfall einfach auch ein bisschen in die Fresse hauen, weil dann seid ihr auch wach. So, meine Süßen, und das hier ist dann auch schon der fertige Look. Wie findet ihr meinen Everyday-Make-up-Look? So viele hatten danach gefragt, weil ich einfach immer so hübsch aussehe. Und ich freue mich, euch einfach diesen Look jetzt beigebracht zu haben. Lasst mich auf jeden Fall wissen, wenn ihr ihn nachmacht. Oh, mein Ohr juckt. Oh ja, einfach ein bisschen im Ohr popeln. Ja, und ich hoffe, dass euch das Ganze hier gefallen hat. Falls das der Fall ist, lasst mir auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Und schreibt mir eure Meinung zum Look in die Kommentare, weil ich möchte ganz viel Liebe und ganz viel Herzen und super viel positives Feedback. Hater dürfen gerne wegbleiben. Und ja, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert definitiv meinen Kanal und auch den von Florian, weil Florians Kanal ist definitiv ein Besuch wert. Und ja, auf jeden Fall freue ich mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart und ich würde sagen, wir sehen uns definitiv beim nächsten Video. Yay, tschüss, ihr Süßen.